Приветствую вас, братья и сестры. Ich grüße euch, Brüder und Schwestern. Добро пожаловать в гости. Herzlich willkommen, die Gäste. Мы сегодня сюда все собрались, чтобы услышать голос Божий. Wir sind heute alle hier versammelt, um die Stimme Gottes zu hören. И мы хотим услышать то, что Он нам сегодня говорит. Und wir wollen auch hören das, was zu uns heute sagt. Я сегодня бы хотел говорить на одну мысль, которая записана в послании к евреям, 3 главой, с 12 по 15 стих. Ich würde heute gerne über einen Gedanken sprechen, der geschrieben steht im Hebräerbrief, Kapitel 3, von den Versen 12 bis 15. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Habt acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung. Моя мысль. Mein Gedanke. Доколе говорится ныне. Solange gesagt wird heute, когда услышите голос Его, wenn ihr seine Stimme hört, не ожесточите сердец ваших. So verstockt eure Herzen nicht. Сегодня Господь обращается и будет обращаться. Heute wendet sich der Herr und wird sich noch wenden. Он будет говорить сегодня каждому сердцу, которое здесь находится. Er wird heute zu einem jedem Herzen reden, das sich hier befindet. Как важно сейчас открыть сердца и услышать, что Он будет сегодня говорить. Wie wichtig ist es jetzt, die Herzen zu öffnen und das zu hören, was heute sagen wird. Я бы хотел зачитать еще одно место Писания. Ich möchte noch eine Schriftstelle lesen. Это будет книга Иова, 33 глава. Das wird sein aus dem Buch Hiob, Kapitel 33. 14 стих. Von Vers 14. Бог говорит однажды, если того не заметят, в другой раз. Sondern Gott redet einmal und zum zweiten Mal, aber man beachtet es nicht. Бог говорит несколько раз. Gott spricht einige Male. И как важно услышать этот голос. Und wie wichtig ist es, diese Stimme zu hören. Пока говорит Бог. So lange Gott redet. Как мы до этого также читали, доколе ныне. So wie wir davor gelesen haben, solange es heißt heute. Несколько лет назад. Einige Jahre zurück. Бог дал мне тревогу об одном брате. Hat mir Gott so eine Sorge gegeben einen Bruder. Я молился о нем. Ich habe für ihn gebetet. И получил такое вразумление, чтобы позвонить ему. Und ich habe so eine Erkenntnis bekommen, ihn anzurufen. Я взял телефон, набрал его номер. Ich habe das Telefon genommen und habe seine Nummer gewählt. Позвонил ему, и мы договорились с ним в один день и в время, в которое мы встретимся. Und ich habe ihn angerufen und wir haben einen Zeitpunkt ausgemacht, wo wir uns treffen. Пришел этот день и пришло это время. Und es ist dann dieser Tag gekommen und dieser Zeitpunkt. От этого брата я ничего не услышал. Von diesem Bruder habe ich nichts gehört. Он мне не позвонил. Er hat mich nicht angerufen. Не приехал до меня. Ist nicht zu mir gekommen. У меня стало еще больше тревоги в сердце. Und dann habe ich noch mehr Sorgen bekommen in meinem Herzen. Я попробовал ему позвонить. Ich habe versucht, ihn anzurufen. Но он не снял трубку. Und ist nicht rangegangen. Я пошел молиться. Ich bin dann ins Gebet gegangen. И в молитве я получил такое вразумление. Und im Gebet habe ich so eine Erkenntnis gekriegt. Иди садись в машину и езжай. Setz dich ins Auto und fahre. Я долго не думая пошел обулся. Ich habe nicht lange gedacht. Ich bin gegangen, habe mir die Schuhe angezogen. Сел в машину. Bin ins Auto gesessen.
И попробовал еще раз в машине позвонить ему. Und im Auto habe ich versucht, ihn noch einmal anzurufen. Он также не снял трубку. Er ist genauso nicht rangegangen. И вот я сижу и думаю, куда-то ехать. Und ich sitz so da und denke, wo soll ich denn hinfahren? Вы знаете, я слышу этот же голос. Und wisst, ich höre genauso diese Stimme, которая говорит: «Езжай, я тебя вразумлю». Und die sagt: «Fahre, ich werde dir Weisheit darin geben». Я выехал. Ich bin dann rausgefahren. Город Лар, здесь живет примерно 50 тысяч жителей. Und in der Stadt Lar wohnen ungefähr 50.000 Personen. Я выехал, а куда ехать? Und ich bin losgefahren, aber wohin fahren? И эти слова, которые мне сказал Господь. Und diese Worte, die mir der Herr gesagt hat. Что я тебя вразумлю. Dass ich dir darin Kenntnis geben werde. Я их поклал мне глубоко в сердце и начал молиться. Und ich habe sie mir tief ins Herz gelegt und habe angefangen dafür zu beten. Я еду, заворачиваю налево, направо, выезжаю на одну, на другую улицу. Ich fahre, biege nach links ab, dann nach rechts, dann in eine andere Straße. Поворачиваю еще раз на следующую улицу. Und ich biege dann nochmal ab in die nächste Straße. Поворачиваю мое лицо налево. Und wende mein Gesicht nach links. И смотрю, там стоит машина этого брата. Und ich sehe, da steht das Auto von diesem Bruder. Стоит он, еще двое человек возле него. Da steht und dann noch zwei Menschen neben ihm. Я остановил свою машину, припарковал. Ich habe mein Auto angehalten, habe es geparkt. Подошел к ним. Bin zu denen gegangen. Поздоровался со всеми. Hab mit alle gegrüßt. Я обращаюсь к тому брату. Und ich wende mich an den Bruder. Я ему говорю: «Я за тобой приехал». Und ich habe ihm gesagt: «Ich bin wegen dir gekommen». Он на меня посмотрел. Er hat mich angesehen. Вы знаете, он начал сокрушаться. Wisst ihr, hat angefangen, in einen zerschlagenen Zustand zu kommen. Те двое, которые возле него стояли, они знали, что этот брат, он верующий. Und die anderen, die neben ihm standen, sie wussten, dass dieser Bruder, er war gläubig. И один постоянно повторял такие слова: «Бог есть, Бог живой». Und ein anderer hat ständig diese Worte wiederholt: «Gott ist wirklich da, Gott ist lebendig». И этот брат, за которым я приехал, und dieser Bruder, wegen dem ich dahin gefahren bin, после того я его взял его, и мы с ним уехали оттуда. Nachdem habe ich ihn genommen und wir sind gemeinsam von da weggefahren. Этот брат мне сказал, почему он сокрушился. Und dieser Bruder hat mir gesagt, warum in so einen zerschlagenen Zustand gekommen ist. Они стояли там втроем. Sie standen da zu dritt. И размышляли они о том. Und sie haben darüber nachgesinnt. Как окунуться туда? Wie sie sich da eintauchen können. Откуда его Бог когда-то вырвал? Von wo Gott ihn einstmal herausgezogen hat. Он раньше был в сильной зависимости от наркотиков. Er war früher in einer sehr starken Sucht von Drogen. Братья и сестры. Brüder und Schwestern. Этот брат, он услышал голос Божий. Dieser Bruder, hat die Stimme Gottes gehört. Он после этого прошел путь очищения и освящения. Und nach diesem ist den Weg der Reinigung und Heiligung durchgegangen. И он служит Богу. Und dient Gott. Скажу больше, он даже сегодня среди нас. Und ich sage mehr, ist heute auch unter uns. Дорогая душа, Бог говорит несколько раз. Meine liebe Seele, der Gott redet einige Male. И как сегодня тебе важно услышать? Wie wichtig ist es für dich heute, das zu hören? Что он будет сегодня говорить тебе? Dass heute zu dir reden wird. То, что ты сегодня сюда пришел? Dass du heute an diesen Ort gekommen bist. Это не просто так. Das ist nicht einfach so. Он тебя сюда привел. Hat dich hierher gebracht. Он к тебе уже сейчас говорит. Redet jetzt schon zu dir. Если он тебя сегодня будет призывать к покаянию? Wenn dich heute zurufen wird zu Buße. Не ожесточи сердце свое. Dann verstocke nicht dein Herz. Открой свое сердце. Öffne dein Herz. И обратись к нему. Und wende dich an ihn. Мы сейчас пойдем в молитву. Wir gehen jetzt ins Gebet. И помолимся. Und werden beten. Чтобы сердца наши были открыты. Damit unsere Herzen offen sein mögen. И ухо наше слышало, что он сегодня говорит. Und dass Аминь. Unser Ohr hört, was heute redet. Amen.